Im Rahmen unserer Serie über die gewerblichen Dienstleister stellen wir Ihnen jede Woche spannende Berufe vor. Diese Woche steht die Beratung im Fokus. Denn in Zeiten stagnierender Märkte und permanentem Wettkampf kann der richtige Partner für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen entscheidend sein. Ferdinand Steiner ist Unternehmensberater in Kaprun und lebt für seinen Beruf. Was ein Unternehmensberater macht und wie Sie davon profitieren können, Hannes Kirchberger hat beim Fachmann nachgefragt. Der Unternehmensberater nimmt für Unternehmen die Rolle des Beraters an und arbeitet vor allem mit dem Management eng zusammen. Ferdinand Steiner ist seit Ende März 2013 in seinem neuen Büro in Kaprun und berät von dort aus Kunden im ganzen Bundesland. Unternehmensberatung ist ein sehr breites Feld. Im Grunde genommen geht es immer darum, dass man Unternehmer, Unternehmerinnen bzw. Unternehmen selbst darin begleitet, wie sie in die Zukunft geführt werden bzw. wie sie in der Zukunft fitter sein können. Dazu gehören einfach solche Themen wie Digitalisierung oder sicher arbeiten am Arbeitsplatz bzw. wie kann ich mir bei bestimmten Themen vielleicht ein Geld sparen. Und als Berater, wie heute das Wort schon sagt, berät man die Unternehmen und begleitet sie dabei. Und man startet immer von dem Punkt aus, wo sie gerade sind. Also egal, ob das jetzt ein Einzelunternehmer ist, der Schwerpunkt bei mir sind hauptsächlich kleinere Mittlerbetriebe. Und wenn die schon relativ weit fortgeschritten sind oder wenn da schon mehr Generationen sind, sind natürlich meistens auch mehr Themen am Tisch. Aber genau von da weg gibt es dann immer Anknüpfungspunkte. Weil die Bereiche, die ein Unternehmensberater abdecken soll, enorm vielfältig sind, ist Unterstützung bzw. ein gutes Netzwerk an praxiserprobten Experten notwendig. Man kann ja nicht alle Dinge abdecken, man kann nicht alles wissen. Aber dann sollte man wissen, wenn ein Kunde kommt und das entsprechende Spezialgebiet auch braucht, wo habe ich einen Ansprechpartner, wo kann ich hingehen, wo kann ich den mit ruhigem Gewissen auch jemanden anvertrauen und weiterempfehlen. Das heißt, man schafft sich ein Netzwerk aus verschiedenen Kollegen, Beratern, Beraterinnen, die einen dann unterstützen können bzw. das Unternehmen dann unterstützen können. Richtige und kompetente Beratung ist für ein Unternehmen genauso wichtig wie gut geschulte Mitarbeiter. Ja, für mich ist wichtig, dass man sich immer weiterbildet und nie stehen bleibt. Und deswegen war das dann eine gute Idee, weil der Ferdinand ist immer zu uns hergekommen, hat sich vorgestellt und hat mir eigentlich gleich auch, was er da macht und vorstellt. Und deswegen sind wir dann auch zusammengekommen und habe seinen Kurs auch gemacht. Der war für mich auch sehr wertvoll, weil wir uns richtig weiterbilden können auch und hat gute Inputs gegeben. Und in der Firma selber haben wir auch seine Dienste in Anspruch genommen, weil wir ein Digitalisierungsprojekt gehabt haben und da hat er uns auch sehr tatkräftig und informativ unterstützt. Für unseren Betrieb hat sich das mit Sicherheit gerechnet, auch die Ausgaben für das KMU digital, die Förderberatung, weil sie sich wirtschaftlich und betriebswirtschaftlich für die Entwicklung des Betriebes sehr schnell rentiert hat und das war gut für uns. Neben Unternehmensberatung und Digital Consulting wird auch der Bereich sicherheitstechnische Beratung dem Kunden vermittelt. Und als Sicherheitsfachkraft unterstützt man die Unternehmer dabei, eben diese gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Da geht es um Bereiche wie Evaluierung des Arbeitsplatzes, der Gefahren am Arbeitsplatz. Was habe ich überhaupt für Gefahren? Was kann Mitarbeitern gegebenenfalls passieren? Das ist ja in einem Bürobetrieb ein bisschen anders wie auf dem Bau, wo ganz viele Gefahren, das leuchtet jedem ein. Und deshalb Sicherheitsfachkraft begleitet die Unternehmen dabei, Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz eben zu forcieren. Gerade die letzten 2 Jahre haben gezeigt, wie wichtig gute Beratung für die Unternehmen ist und auch in Zukunft sein wird.